Zwei Typen, eine Blu-ray. Bam, bam, bam. Oh Gott. Roger, Satellitenbild kommt in einer Minute. Over. Okay, Männer, wir sind wieder online. Zwei Typen, eine Blu-ray. Mach mal auf, was habe ich heute hier? Das ist ja nämlich die letzte Folge. Es ist ein bisschen traurig und wir schauen mal. Und der Film ist in der Tat auch sehr traurig. Du kannst es auch so mit einem weinenden Auge dann moderieren. Es ist ein sehr weinendes Auge, denn das weinende Auge ist nicht nur deswegen, weil das die letzte Folge ist, sondern weil der Film es auch hergibt. Es ist nämlich Philadelphia. Einer meiner Lieblinge tatsächlich. Der ist von 1992, glaube ich. Geht 30 Tage lang aufgehoben. Habe ich mir 30 Tage lang aufgehoben und das war der erste Oscar für Tom... War das der erste Oscar für Tom Hanks? Ich glaube, es war der erste Oscar für Tom Hanks. Das war eine Oscar-Nominierung für Denzel Washington, glaube ich. Und das war auch der beste Song, Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen. Und ich meine, wer hier die Story nicht kennt, der hat im Prinzip kein Herz. Und wer die Story kennt und da nicht weint, der hat überhaupt keine Seele, ja? Das kann man, glaube ich, sagen. Tom Hanks ist ein schwuler Anwalt, der an AIDS erkrankt. Und dann gefeuert wird, weil er homosexuell ist, ja. Und sein Freund Antonio Banderas steht ihm total zur Seite und Tom Hanks will aber klagen gegen diese Kündigung und holt eigentlich seinen Rivalen als seinen Anwalt, aber dann irgendwie werden die auch Freunde, nämlich Denzel Motherfucking Washington. Boom. Und das ist alles. Das ist Drama, das ist juristisches Gerichts. Thriller praktisch, weil da so wirklich sehr packende Plädoyers auch sind und die ganze Liebesgeschichte von ihm und Antonio Banderas, der sich so herzlich um ihn kümmert, als Tom Hanks immer weiter verfällt, dahin darbt, kann man praktisch sagen. Freunde, es ist ein Stück Filmgeschichte, würde ich fast mal sagen, ja, weil damals, dass dieses Thema Homosexualität auch noch ganz anders gesehen wurde als heute und das schon so ein recht mutiger Streifen war. Wie ich finde, ein sehr, sehr guter Film. Und um den zu gewinnen, würde ich gerne von euch wissen, was ist euer Lieblingsfilm zum Thema Gericht, ja, zum Thema Judikative, ja, so ein bisschen. Zum Thema auch vielleicht Legislative durchaus, also vielleicht auch den Politthriller mit rein. Aber was ist euer Lieblingsfilm, der vielleicht ein Gerichtsverfahren oder einen großen gerichtlichen Fall zum Thema hat? Exekutive Rambo 4. Schreibt mir das bitte in die Kommentare bis morgen 9 Uhr. So lange wird das hier verwahrt und... Oh, das ist sehr vorsichtig. Es ist ein bisschen vorsichtig, weil es auch die letzte Folge ist. Es ist ein bisschen Wehmut dabei. Ja, bis morgen nur. Habt ihr Zeit. Viel Erfolg, viel Glück und wir sehen uns morgen nicht mehr, denn das war die letzte Folge. Ja, jetzt ist natürlich die Wehmut groß. Die Tränen fließen. Viele verlieren ihren Rechner, weil sie halt weinen und das dann alles in den Rechner hineinläuft. Aber wir können euch beruhigen. Denn dieses Format wird es ab und zu mal wiedergeben, oder? Würde ich mal sagen. Ich würde sagen, ja. Das war so ein Riesenerfolg. Ja. Das war so ein Riesenerfolg. Die Leute haben uns die Bude eingerannt. Wir konnten im Prinzip, wir hätten das 8- und 12-fache von den Blu-rays unter die Leute bringen können, an den Mann bringen können. Deswegen wird es immer mal wieder vielleicht kleine Specials geben, ja? Und ja. Vielleicht auch mal demnächst zwei Typen eine VHS, wer weiß. Oder zwei Typen eine Minidisc. Genau, das ist alles, da ist viel möglich. Einfach müsst ihr abonnieren. Zwei Typen eine SIM-Karte. Alles drin. Zwei Typen, eine Floppy. Gut, jetzt ist es ist jetzt, gut, ja. Jetzt, merke gut, ich jetzt, selber. Jetzt haben wir es ausgelutscht, das Thema. Also, lasst doch einfach mal einen Daumen da, vielleicht. Ja. Oder kommentiert, damit ihr das dann auch mitkriegt. Genau, und abonnieren, nicht, damit ihr wisst, wann die zwei Typen wieder am Start sind. Nicht? Wir haben natürlich auch Reviews. Reviews haben wir, Gewinnspielzeiten haben wir. Aber eben dieses kleine, aber doch feine Format wird es so in der Form vielleicht nicht mehr geben, dass monatelang eine Blu-ray pro Tag gibt. Aber immer mal wieder. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und wir hoffen, dass ihr uns ein bisschen treu bleibt, das Word spreadet. Ich habe gerade so ein bisschen so aufgetreten und dann gab es einen kleinen Shake. Ja, das ist gut. Dankeschön und ciao. Nee, der gibt's aber nicht. Gut, tschüss.